Ja, servus Leute, hallo zu einem neuen Video. Ich bin gerade auf dem Weg zum Tesla Supercharger Wörth an der Isar. Ich trudel auch gerade schon ein. Und Tesla will in den nächsten 1,5 Jahren viel an den Superchargern verbessern, dass wir ein besseres Ladeerlebnis haben. Und um was es da jetzt genau geht, das schauen wir uns jetzt an in diesem Video. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich bin angekommen am Tesla Supercharger in Wörth an der Isar. Wer meine Videos kennt, der weiß, ich bin des Öfteren hier A92 Deckendorf, München Richtung Deckendorf, so rum ist es richtig. Wer in den Bayerischen Wald fährt, wer nach Österreich fährt, wer nach Passau fährt, kommt hier vorbei. Ausfahrt Wörth an der Isar, ein Katzensprung von der Autobahn, nur ein Kreisverkehr rechts und dann ist man schon hier, das dauert nicht mal eine Minute. Heute ist Sonntag, alles ist frei, nur mein Auto steht hier, aber das ist natürlich nicht die Regel an den Tesla Superchargern, besonders auch in den Ferien nicht. Und deswegen will Tesla hier jetzt Abhilfe leisten. Die nächsten 1,5 Jahre, es kommen viele Verbesserungen, um das Ladeerlebnis an den Superchargern zu erhöhen, um Wartezeiten zu reduzieren, besonders auch Richtung Fremdlader hingehend. Tesla hat ja die Supercharger freigegeben für alle Fremdlader. Und was jetzt hier verändert wird, ich habe sie auf meinem Handy, Leute. Ich lese euch das Ganze mal vor, ist wirklich sehr, sehr interessant. Also verbesserte Genauigkeit durch Standverfügbarkeit, durch Vorhersage des Platzbedarfs von Nicht-Tesla Elektrofahrzeugen. Ihr kennt ja das ganze Spiel, Fremdlader haben nicht oder oft ihren Ladeanschluss links hinten, so wie wir unsere Tesla alle haben hier hinten links den Ladeanschluss. Die Kabel sind auch kurz, das heißt falscher Ladeanschluss, dann werden Stalls blockiert. Tesla will hier Abhilfe schaffen, dass man auch wirklich dann genau weiß, wie viele Fremdlader auch wirklich an den Sug stehen, wenn man herkommt, dass man wirklich die genauen Live-Daten hat. So, in diesem Zuge sind wir auch schon dabei bei den Kabeln. Tesla will die nächsten 18 Monate längere Kabel an den Sugs einführen. Das heißt, am Ende werden mehr lange Kabel wie kurze Kabel verfügbar sein. Schaut her, Leute, wir haben hier einen V3, ein extrem kurzes Kabel. Natürlich, wenn man den Ladeanschluss an der falschen Seite hat als Fremdlader, dann gibt es natürlich hier Probleme. Diese Stalls werden womöglich dann blockiert. Viele Stalls, wenn gleichzeitig blockiert werden an einem Sug, ist es natürlich ein Super-GAU für alle Tesla-Fahrer. Also Erhöhung der langen Kabel. Am Ende wird es mehr Kabel geben, also lange Kabel wie kurze Kabel. Das Ganze soll in den nächsten 18 Monaten eingeführt werden. Änderung des Side-Layouts und Blockierung von Räumen, also Blockierungen von Stalls, auf maximal 2 zu begrenzen. Also möglicherweise wird es auch Veränderungen an den Superchargern geben. Vielleicht wird das Ganze eventuell anders angeordnet. Ich kann mir das jetzt nicht erklären oder vorstellen, wie das gehen soll, weil die Supercharger bestehen ja schon. Ob es jetzt dann auch wirkliche Side-Layout-Veränderungen gibt, wir lassen uns hier mal überraschen, wie das am Ende aussieht. Auf jeden Fall Ziel ist maximal 2 Stalls an einem Sug, die blockiert werden. Also man will das Ganze auf diese Zahl begrenzen. Und am Ende will man die Automobilhersteller dazu ermutigen, nachdem wirklich viele an den Supercharger stehen, dass die Ladeanschlüsse hinten links oder vorne rechts an den Fahrzeugen dann angebracht werden. Also für alle zukünftigen Modelle, dass das halt auch bei Fremdladern dann wirklich am Ende kein Problem ist, an diesen Superchargern hier zu laden. Leute, das Ganze ist natürlich sehr, sehr wichtig und die Automobilindustrie könnte hier mitspielen. Tesla hat natürlich einen großen Einfluss mit diesem Ladenetz und es wäre natürlich schade für alle, wenn es wirklich am Ende nur an dem Ladeanschluss scheitern würde, dass wirklich diese Ladepunkte alle perfekt ausgelastet sind. Ich denke, das ist im Sinn der E-Mobilität. Und was spricht dagegen, auch für andere Automobilhersteller genau das so einzuführen? Ja, das ist ja ähnlich wie USB-C-Ladeanschluss am Handy.
Wir haben zig verschiedene Ladekabel zum Anstecken. Hier geht es jetzt zwar nicht ums Anstecken, sondern hier geht es um die Anbringung der Ladeanschlüsse. Und ich denke, man kann eigentlich vielleicht hoffen darauf, dass auch andere Automobilhersteller dann ihre Ladeanschlüsse so platzieren, dass wirklich alle hier laden können. Und es ist einfach das Non-Plus-Ultra, Leute, an den Tesla Superchargern. Es gibt kein besseres Ladeerlebnis, es gibt keine höhere Zuverlässigkeit beim Elektroautoladen wie hier bei Tesla. Das ist einfach Fakt. So Leute, jetzt haben wir uns das Ganze hier mal angeschaut, was kommen wird, wie das Ganze in Zukunft ausschaut. Ich fahre jetzt einmal hier schnell mein Stativ wieder ein. Ich bin jetzt hier nicht am Laden. Ich wollte euch das Ganze hier jetzt bloß einmal kurz erklären, was alles kommen wird. Also wer hier auf dem Weg ist Richtung Deckendorf, will aber hier keine 44 Cent in der Nebenzeit zahlen, ich glaube in der Hauptzeit sind es 49 Cent, dann habe ich für euch noch einen Insider-Tipp. Ich habe das zwar schon in mehreren Videos vorgestellt, aber wer es nicht gesehen haben sollte, wir fahren jetzt von hier circa 5 Minuten weiter. Und dort kann man für 25 Cent pro Kilowattstunde laden. Und wie das Ganze ausschaut, das zeige ich euch jetzt. So, keine 4 Minuten später. Wir stehen jetzt in Unterahrein an diesen Ladesäulen. Das Ganze wird durch eine Biogasanlage betrieben. 4 Minuten vom Supercharger entfernt. Das Besondere ist hier, wir zahlen 25 Cent pro Kilowattstunde, allerdings hier mit 50 kW. Ladeleistung, wer es etwas eiliger hat mit dem Laden, ich zeige euch erst einmal noch schnell hier, was es alles hier für Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, ich habe das schon mal gezeigt in einem der vergangenen Videos. Hier drüben ist übrigens die Biogasanlage und hier drüben stehen nochmal zweimal 150 kW Ladepunkte. Hier ist allerdings die Differenz zum Supercharger nicht mehr so hoch. Hier zahlt man 40 Cent pro Kilowattstunde für Ad-Hoc-Laden. Und hier an diesen 50 kW Ladern zahle ich 25 Cent. Wie kann ich hier laden? Am einfachsten ist es, man macht das Ganze über die Ladenetz-App, dass man diese 25 Cent zahlen kann. Man kann natürlich auch mit EC-Karte hier zahlen, das ist auch möglich. Also hier steht es auch nochmal, kostenloses WLAN gibt es hier, EC-Kartenzahlung ist möglich. Und hier kann man auch noch Snacks kaufen, WLAN gibt es, alles hier verfügbar. Also Leute, das sind genau 4 Minuten vom Supercharger, wird an der Isar entfernt, A92. Also wer günstig laden will, kann das hier auf jeden Fall machen. Also Leute, das war es jetzt heute auch schon wieder von mir. Neuerungen können wir erwarten zum Tesla Supercharger in Zukunft für ein besseres Ladeerlebnis. Kürzere Wartezeiten, Fremdlader werden besser integriert. Ich danke euch fürs Zuschauen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Servus.